Russland. Wir sind Kriegspartei. Und da hört der Spaß auf. Da ist das ganz Ende mit Gelände. Im Krieg sind. Im Dritten Weltkrieg. Im Krieg. Und ich habe Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht mir Angst. Ja, mir auch. Schaffen ohne Waffen und noch so viel mehr. Denn nicht nur geradeaus, sondern auch mehr. Und darum ziehen wir gemeinsam von der Donau bis zur Spree. Denn der Wille geht vom Volk aus, ja, und wir sind die Armee. Hallo meine Damen und Herren, wir sitzen hier im Potsdamer Landtag. Neben mir sitzt der Abgeordnete Wilko Möller von der AfD. Und wir wollen uns heute speziell einmal darüber unterhalten, was der Verfassungsschutz für eine Aufgabe hat in diesem Land. Ja. Und wie er zur AfD steht, ist ja, glaube ich, allgemein bekannt. Aber wie ein Abgeordneter daraus von seinen Erfahrungen sprechen kann. Hallo. Hallo, Herr Winter. Wie sieht denn das aus? Fühlen Sie sich beobachtet? Ja. Sie sind ja, wie ich weiß, aus Frankfurt oder aus dieser Höhe. Mhm. Da ist ja die ehemalige DDR auch gewesen. Hat das wieder vergleichbare Züge inzwischen? Kann man so weit gehen, dass man sich beobachtet fühlt, wie vergleichbar bei der Stasi? Na gut, ich bin nicht aus DDR-Zeiten. Ich bin in Westdeutschland geboren, aber das ist jetzt egal. Ich liebe das, wie diese Demokratie sich langsam hier verabschiedet in diesem Land. Wir haben gemerkt, dass der Verfassungsschutz, der ja auch Inlandsgeheimdienst genannt wird von uns, offiziell heißt der Inlandsnachrichtendienst. Inlandsnachrichtendienst, ich komme ja diesen Wort, das Wort nicht gewöhnt. Inlandsnachrichtendienst, wie Bundesnachrichtendienst, so soll das auch ein Pendant im Schutz der inneren Sicherheit sein. Und da haben wir ein Riesenproblem mittlerweile, dass auch Thüringen angefangen hat, 2014 den von einer eigenen Landesbehörde ihn zu einer Abteilung des Innenministeriums zu machen. Das Innenministerium ist allerdings politisch beeinflusst. Nicht? Ein Innenminister, wie zum Beispiel in Brandenburg, gehört Herr Stübgen der CDU an. Und Herr Stübgen hat den Verfassungsschutz kontinuierlich aufgebaut. Es fing mal mit 2016, in der letzten Legislaturperiode, hat Herr Schröder schon angefangen, den Verfassungsschutz personell aufzustocken. Bis 2019 hatten wir etwa 101 Mitarbeiter und jetzt ist das kontinuierlich gestiegen unter Herrn Stübgen. Erst 119, 140 und in der letzten Phase, in diesen 3 Tagen, haben die jetzt ein Gesetz verabschiedet, die Regierung, ihn auf 158 Mitarbeiter aufzustocken, mit dem Ziel, mehr Personal zu haben, um die AfD, um das richtige Material von der AfD zu sammeln, das dann zu einem vielleicht Verbotsverfahren führt. Und, also um uns öffentlich als Verdachtsfall weiter zu präsentieren, und da brauchen sie Material, weil sie nichts finden, brauchen sie mehr Mitarbeiter, um was zu finden, aber das glaube ich nicht, dass sie was finden. Und da wird das immer weiter aufgestockt und das halte ich für sehr bedenklich, dass es eigentlich ein Regierungsschutz ist. Also es wird alles getan, um diese AfD als Opposition öffentlich zu verächtlichen, wie man so schön sagt. Mhm. Und da ist ihr nichts zu schade und da wird immer mehr Material und Personal reingesteckt. Man hat ja sogar Planstellen aus der Polizei herausgenommen, obwohl die Polizei viel zu unterbesetzt ist, hat man Planstellen herausgelöst, in den Verfassungsschutz hineingegeben, um da mehr Personal vorzuhalten. Ich halte das für Wahnsinn, weil wir haben eine innere Sicherheit. Die Lage ist nicht gerade gut. Das Koalitionsziel, 8.500 Polizisten vorzuhalten, hat nicht funktioniert. Das hat sich schon einkassiert, diese Landesregierung. Wir wollten ja eigentlich 8.500 haben. Wir haben nicht mehr 8.200. Da kränkelt also diese Landesregierung rum, kriegt das nicht gebacken und stopft immer mehr Personal in den Verfassungsschutz, obwohl wir eigentlich Polizisten auf der Straße brauchen. Wir haben einen Polizeibeauftragten, bindet auch Personal. Und so kommt eins zum anderen und wir halten das für bedenklich. Und ob ich mich persönlich verfolgt fühle? Naja, ich weiß nicht, ob mein Telefon vielleicht abgehört wird oder das Telefon meiner Leute, die mich anrufen. Man weiß nicht, was genau passiert. Und der Verfassungsschutz hat ja alle Möglichkeiten. Wir sind ja nicht in der PKK drin, in der Kontrollkommission. Das heißt also, da wissen wir nicht, was da läuft. Und deswegen können wir auch nicht sagen, ob wir beobachtet werden oder nicht. Ne? Also wir sind ein Verdachtsfall. Das gibt's im Polizeirecht gar nicht, also in der Strafprozessordnung gibt's einen Verdachtsfall, also da heißt es ja immer, polizeiliche Ermittlungen polizeiliche Ermittlungen, da wird nichts öffentlich gemacht, was da ermittelt wird. Bei Verfassungsschutz ist das anders, da macht man jetzt sogar schon den Verdacht öffentlich, anstatt zu sagen, wir ermitteln das erstmal und sagen gar nichts in der Öffentlichkeit, nein, es wird öffentlich präsentiert, was wir für Verdachtsfälle haben, ist das nichts bewiesen? Und das ist so abartig, ja, dass man einen Verdachtsfall öffentlich macht und ein neues Angriffsmittel eingeführt hat, nämlich die Delegitimierung des Staates. Das gab es früher nicht. Also Delegitimierung des Staates ist ein ganz neuer Begriff.
Und das ist eine neue Sache und eine neue Stufe, wo man versucht, dass die Landesregierung oder die etablierten Parteien, die hier das Sagen haben zurzeit, dass die festlegen, was verfassungswidrig ist. Und das kann nicht sein. Und das müsste man auch einmal auseinanderklamüsern, das Wort Delegitimierung des Staates. Ja. Also ich delegitimiere diesen Staat nicht, wenn du eine andere Meinung hast. Ich würde gern diese Altparteien, die im Moment regierenden Parteien, die würde ich gern delegitimiert sehen, dass sie nicht mehr dieses Land regieren dürfen. Durch demokratische Prozesse muss ein Wandel her. Das heißt, das Volk möchte das nicht mehr. Der Wähler will eine neue Richtung. Und das geht ja nur mit einer Opposition. Und die Opposition wird delegitimiert, indem man sagt, sie ist verfassungsfeindlich und ist nicht mehr wählbar. Das ist ja deren Ziel. Und was verfassungsfeindlich ist, das legt die Regierung fest und der Innenminister und die ganzen Leute, die sich da um den Verfassungsschutz herum... Die ihren Job behalten möchten. Genau, die ihren Job. Das ist so verfahren, die Situation. Und wir als AfD, wir möchten gerne im Wahlprogramm, das habe ich auch schon vorgeschlagen, im Wahlprogramm diese Abteilung 5 des Innenministeriums herauslösen, in eine eigene Landesbehörde integrieren, wo ein Leiter des Verfassungsschutzes nicht mehr von Gottes Gnaden des Innenministers abhängig ist, sondern dass ein Leiter dort aus dem höheren Dienst, ein Beamter auf Lebzeit, auf einen höheren Dienst, dass der die Leitung übernimmt und dass diese Aufgabe 10 Jahre wahrnimmt, damit sich keine Strukturen bilden, sondern nach 10 Jahren muss er das Amt wieder abgeben, dass dieser Verfassungsschutz immer up-to-date, wie man so schön sagt, immer so die gesellschaftlichen Entwicklungen abbildet und genau guckt, wer wo was macht und die Verfassung im Auge behält und nicht den Regierungsschutz. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Behörde unabhängig wird. Und das geht nur mit einer unabhängigen Landesbehörde wie der Landesrechnungshof, wo wirklich unabhängige Leute gucken, was los ist. Und der Landesrechnungshof ist ein großes Vorbild. In diesem pleiten Pechministerium, Innenministerium sind ja Schusswaffen verloren gegangen, da geht Munition verloren. Das hat der Landesrechnungshof alles aufgedeckt. Und jetzt hat man aber den Landesrechnungshof auch wieder die Führungskräfte aus Parteisoldaten sozusagen besetzt. Und da wird der Landesrechnungshof auch zu einem Papiertiger. Und das Vergleich haben wir im Verfassungsschutz jetzt. Das Landesamt wurde früher von Herrn Nürnberger geführt bis 2019. Der Herr Nürnberger war Volljurist. Den hat der Innenminister abgesetzt, weil er die AfD nicht ins Visier nehmen wollte. Und jetzt haben sie da einen aus dem gehobenen Dienst, einen Herrn Müller hingesetzt. Das ist ein Wadenbeißer, der in seiner Inkompetenz alles macht, was der Innenminister will. Und er breitet jede Kleinigkeit, was wir von uns geben, wertet er aus und versucht das in eine verfassungsfeindliche Bedeutung zu interpretieren. Und wir lachen uns immer kaputt im Innenausschuss, was Herr Müller da von sich gibt. Und das muss anders werden. Was aber sehr, sehr wichtig für die Menschen ist, die unser Video sich vielleicht jetzt gerade anschauen. Ich bin ja auch auf der Demo oder auf einigen Demos inzwischen rechts gewesen. Nein. Tatsächlich als Redakteur. Ach so. Und ich muss mir ja denselben Vorwurf wie Markus Lanz gefallen lassen, dass ich halt ein AfD-Sympathisant bin als Moderator oder als Journalist. Echt? So wie Markus Lanz offensichtlich kein Sympathisant der AfD ist, wenn man sich mal die Besuche von Tino Chrupalla anschaut und wie da ein Framing betrieben wurde. Jetzt ist für mich die wichtige Frage, ich werde da auch angesprochen in diesen Interviews, wie kann man denn das gutheißen? Die AfD möchte ja alle Ausländer in diesem Land abschieben. Ein Abgeordneter der AfD Brandenburg. Möchte die AfD alle Ausländer oder alle Menschen mit einem Migrationshintergrund abschieben? Frage, ganz klar. Du lächelst schon, also du, Entschuldigung, Herr Winter, Sie lächeln ja schon. also ganz klar nochmal an alle Bürger, nein, es geht ja auch nicht, wir wollen das auch nicht, weil wir wissen auch aus westdeutschen Zeiten, dass jeder Vierte zum Beispiel polnische Wurzeln hatte im Ruhrgebiet. Wir wissen, dass Deutschland immer ein Zuwanderungsland war über Jahrhunderte. Und das ist eben Framing. Das, wie du schon sagst, ist so eine Rahmensetzung. Wir wollen kriminelle Ausländer, die hier in Deutschland fast schwerste Straftaten begehen, die haben hier kein Aufenthaltsrecht. Die haben das verwirkt. Und da muss man wirklich mal durchgreifen mittlerweile. Und das muss gemacht werden, dass wir da Leute wirklich abschieben. Und das ist der ganze Hintergrund. Und da geht es nicht um Deportation. Es geht auch um Flüchtlinge, diese temporär in Deutschland, wie damals 1993, als wir Jugoslawen aufgenommen haben aus dem jugoslawischen Bereich. Der Staat ist ja zerfallen. Da gab es auch 300.000 Flüchtlinge. Die haben wir zeitweise in Deutschland aufgenommen, haben Deutsch gelernt, haben deutsche Kultur gelernt und sind ungefähr 270.000 sind dann 1900, vor der Wende wieder zurückgegangen in die Reststaaten, was in Jugoslawien, über Serbien, Montenegro, wie sie alle heißen, die schon so Kroatien. Da sind die wieder zurückgegangen und
Genau das wollen wir auch, Flüchtlinge hier zu integrieren dauerhaft und sie hier anzusiedeln, das ist nicht unser Ziel, sondern temporäre, wie das Flüchtling schon heißt, temporär, und die sollen auch irgendwann mal wieder zurück, darum geht es eigentlich. Und das Wort Flüchtling, muss ich ja immer wieder sagen, wir erwischen uns ja selber dabei, dass wir die Lüge nachsprechen und mitsprechen. Es hieß Geflüchtete erst, Asylbewerber hieß es davor ins Islanden, also immer neue Wörter, es ist dieses Zeichnen, diese Rahmensetzung, die legen fest, was verfassungsfeindlich ist. Und da legen die ganz klar in den Worten, die Sprache macht ja mit den Leuten etwas und diese Sprache wird so geframed, ich hasse dieses englische Wort eigentlich, aber es beschreibt es aber sehr gut. So manifestiert, setzt die Rahmenbedingungen, was in Deutschland noch erlaubt zu sagen ist. Nicht? Und das muss eben geändert werden. Genau das wollen wir durchstoßen. Ja. Denn auch wenn ich vielleicht nicht so gut in Geografie war wie mancher SPD- oder Grünen-Politiker, ist aus meiner geografischen Vorstellung die Ost- oder Nordsee nicht an Ländern gekoppelt, von denen aus Flüchtlinge hier anreisen. Es ist halt einfach eine Umkehr der Wahrheit. Ne? Es ist eine komplette Wahrheitsumkehr. Also es ist wirklich irgendwas hier passiert in Deutschland und das muss auch mal öffentlich gemacht werden, dass die AfD wirklich, wir haben auch sehr viele Leute mit Migrationshintergrund in der Partei, ich weiß nicht, was man noch machen soll. Wir haben eine Dame, Alice Weidel, nicht? Sie ist auch mit einer etwas Dunkelhäutigen zusammen und mein Gott, was wollen die eigentlich von uns? Nicht? Ich meine, demokratischer als wir, Künstler. Ihr stört einfach. Es geht um die Futtertröpfe. Es geht um die Posten. Nur darum geht es, wir werden mit allen Mitteln bekämpft, damit die anderen Parteien, die sich eingerichtet haben, an ihren ganzen Personalkörper behalten können. Darum geht es eigentlich. Aber Demokratie bedeutet Wandel, bedeutet Änderung. Wir sind hier auf Zeit, wir sind Mandatsträger. Und wenn die Bürger durch Wahlen eine andere Entscheidung treffen, dann hat das diese Verfassungsschutz und diese ganzen anderen Organisationen haben das zu akzeptieren. Sind denn die Wahlen korrekt, Ihrer Meinung nach? Werden die ordnungsgemäß ausgezählt? Oder ist da der Verdacht zumindest da, dass da irgendwas schiefläuft? Also wir haben ja gesehen, dass bei der letzten Bundestagswahl 2021 die Parteien massiv Werbung gemacht haben für Briefwahlen. Warum? Warum wohl? Weil Briefwahlen in meinen Augen, das sagen auch viele Verfassungsrechtler, nicht gleich und nicht geheim sind. Gleich deshalb nicht, weil Leute ihre Stimme vorher abgeben und sie werden anders behandelt, diese Briefwahl, als die Urnenwähler. Die lagern irgendwo die ganzen Briefwahlen und man kann in meinen Augen, ich habe auch mit einem Kreiswahlleiter mal gesprochen, man kann nicht nachvollziehen, was passiert mit den Briefwahlen, die jeden Tag gesammelt werden, im Rathaus etc., wo die abgegeben werden. Und was passiert in dieser Zeit? Und angeblich ist das alles unter Verschluss, alles ist gesichert, aber Briefwahlen bringen komischerweise immer ganz wesentlich andere Ergebnisse als die Urnenwähler. Wir haben mal nachgefragt bei gewissen Leuten, die das immer begleiten, woran liegt es? Und da sagten die, Briefwähler seien angeblich in ihrer Meinung gefestigter und entscheiden an dem Tag, wo sie die Briefwahl abgeben, da entscheiden sie. Aber da kann schon noch viel passieren, durch Presse, durch andere Ereignisse kann noch viel passieren, dass der Urnenwähler sich denn doch anders entscheidet. Vielleicht durch einen Steuerskandal und eine Steuerveruntreuung, wo plötzlich einfach mal 60 Milliarden und mehr in der Luft hängen. Da könnte der Wähler möglicherweise auch noch mal zu einem anderen Ergebnis kommen. Und das Problem an der Sache ist, Herr Winter, dass immer Briefwahlen zu unserem Nachteil. Immer so 3-4%, immer Unterschied. Und das hat doch irgendwie ein System. Also ich kann mir das alles nicht mehr erklären. Viele fragen nach. Wenn es nach mir ginge, müssten Briefwahlen eigentlich abgeschafft werden und auf Krankheitsfälle maximal begrenzt werden, wo man wirklich auch, wer unbedingt eine Briefwahl machen will, muss das nachweisen, dass er nicht in der Lage ist, an dem Wahlsonntag zur Wahl zu gehen. Und früher in Westdeutschland war Briefwahl eigentlich auch sehr, sehr, sehr selten. Mhm. Heute ist es die Regel und das kann es nicht sein. Was könnten wir denn den Wählern der AfD mitgeben? Wäre es eine ratsame Investition, dass wir mehr Menschen haben, die in den Wahllokalen dieses Geschehen auch mit überprüfen? Ja, logisch. Aber ich glaube, meine Meinung, ich bin eine einzelne Meinung, meiner Meinung nach ist in den Wahllokalen kaum Manipulation möglich. Sagen wir ehrlich. Weil erstens sehr viele Wahlbeobachter da sind aus dem Bürgertum und zum Zweiten, das ist schon was anderes, das sind Leute, die doch sehr, sehr seriös sind. Das sind ja auch Bürger, die ausgesucht werden als Wahlhelfer. Ich glaube, da passiert nicht viel. Das Problem ist wirklich diese Nachrichtenübermittlung, wenn die Stimmen ausgezählt sind, wie werden sie übermittelt? Der zweite ist die Briefwahl. Was passiert mit diesen Wahlumschlägen? Die Lagerung, die Zwischenzeit, und die werden ja dann am Wahlabend, werden ja diese Briefumschläge ja auch geöffnet und diese Briefe werden dann in die allgemeine Zählung gegeben. Aber
das ist, man kann auch bei der Briefwahlauszählung dabei sein, habe ich mir sagen lassen, das funktioniert auch. Aber ich würde jedem Wähler wirklich raten, zur Urne zu gehen. Die Urnenwahl ist absolut zu priorisieren. Mhm. Da gibt es keine Zweifel. Interessant. Ja. Ja, nun ist es ja so, dass man ja die Briefwahl hat, man hat diese normale Urnenwahl, wie Sie schon sagten. Mhm. Und trotzdem ist es ja so, dass die Menschen in diesem Land mehrheitlich manipuliert sind, das sage ich jetzt einfach mal, durch eben Fehlinformationen. Ich wurde jetzt einfach genötigt, mir mal die Sendung Monitor mit anzuschauen. Und ich musste mir es anschauen und da kam ganz klar hervor aus dieser Sendung, dass die AfD wohl angeblich gerade für den kleinen Bürger, für den Menschen, der Bürgergeld empfängt, nicht die richtige Partei ist. Was sagen Sie denn dazu? Also war heute im Plenum auch Thema, dass man und AfD unterstellte, dass wollten Leute, die Transferleistungsempfänger sind, dass die kein Wahlrecht kriegen oder kein Stimmrecht kriegen. Wir sind eine Partei, die alle Richtungen diskutiert. Das ist das Schöne, in der AfD diskutiert man ja noch. Nicht? Jeder hat seine Meinung und wir hatten mal am Anfang der AfD, als wir unsere ersten Programme formuliert hatten, kann ich mich noch erinnern, schon ein paar Jahre her, da hatten wir mal die Meinung gehabt, dass wirklich Transferleistungsempfänger die vom Staat nur Geld kriegen und hier rumoxidieren und nichts machen wollen, also die nichts machen wollen, die wirklich völlig out of order sind, wie man so schön sagt, die gar nichts mehr machen wollen, nur zu Hause rumhängen und saufen, dass man denen sozusagen das Wahlrecht entzieht. Okay. Gab es Stimmen, muss man ganz, sage ich auch ganz offen. Aber es gab auch andersrum wieder Stimmen, die sagten, wer viele Kinder hat, also wer jetzt 5 Kinder hat, kriegt für die Kinder noch eine zusätzliche Stimme, damit die Kinder mehr in der Familienpolitik berücksichtigt werden. Die Familien, die wirklich, die Mittelschichtsfamilien, die aufgrund der Kinder viel Nachteile haben finanziell, dass die mehr Stimmengewicht kriegen. Um die Rentnerüberschuss. Wir machen ja Politik auch viel für Rentner. Und 20 Millionen Rentner ziehen über 14 Millionen Kindern. Da wollten wir das Kindergewicht erhöhen durch mehr Stimmenanteile. Ist aber von ehemaligen Grünen, die zu uns gekommen sind, abgelehnt worden. Das wurde ganz knapp abgelehnt, im Wahlprogramm zu schreiben, dass Leute mit Kindern, also ab 3 Kindern zum Beispiel, dass die Stimme mehr kriegen. Das wurde von denen abgelehnt. Das waren ehemalige Grüne. Ja, ich habe ja heute einige Ablehnungen gesehen. Das ist halt sehr schwer, irgendetwas auf die Kette zu bekommen als Regierung, wenn jeder Antrag entweder verspottet oder abgelehnt wird. Das ist das leidige Thema der Opposition. Ich habe nur eine Sache mal durchgekriegt, das habe ich über den Staatssekretär der CDU, habe ich hingekriegt, dass wir ein neues Feuerwehrhaus in Frankfurt-Oder bekommen haben. Ja, also das habe ich in vielen Gesprächen und immer wieder Druck machen, habe ich das im Ausschuss hingekriegt. Aber im Parlament, alle Anträge der AfD werden abgelehnt grundsätzlich. Was kann man da dafür tun, dass das nicht mehr passiert? Stärker werden. Mehr Abgeordnete. Und die anderen Koalitionen sollen mal ihre Brandmauern einreißen, ihre anderen Parteien. Aber das ist mit FDP und FDP gibt es ja hier gar nicht. Freien Wählern, das ist mit der CDU, mit der SPD, Grüne und Linke nicht möglich. Die hassen uns. Und mit der Werteunion war eine kurze Hoffnung, die sich in 48 Stunden zerlegt hat. Da war ich entsetzt, was Herr Baaßen davon sich gegeben hat. Also ich dachte, was ist denn jetzt mit dem nicht in Ordnung? Und dass Herr Otto ausgetreten ist. Und also ich muss sagen, er kann doch nicht sich erst abspalten von der CDU und dann wieder kokettieren, dass das eigentlich unser Premium-Partner ist. Also, das ist irre. Die sind so schnell weg, wie sie gekommen sind. Ne? Luftpuppe. Aber ich habe wirklich Hoffnung gesetzt auf Herrn Maaßen. Aber man merkt, dass er doch ein Beamter ist und Politik nicht versteht. Und ja scheinbar auch lange Zeit Teil des Verfassungsschutzes gewesen ist. Ja, aber man muss auch sagen, Herr Winter, er hat auch gute Sachen gemacht. Herr Maaßen hat ja so einen oder anderen Terrorangriff auch verhindert. Ne? Und auch wirklich eine starke Aufklärung betrieben. Ne? Das ist einfach Fakt. Das möchte ich Ihnen auch nicht absprechen. Nee. Nur trotzdem stelle ich mir halt die Frage, mit dem Wissen, was wir haben... Kann man sich nicht deine CDU anbiedern. Und überhaupt, ein Verfassungsschutz, was ist das für eine Einrichtung? Diese Frage muss dem Bürger auch immer wieder erlaubt sein, wenn es keine Stasi mehr gibt. Wen schützt dieser Schutz? Die Regierung. Zurzeit ist es so, dass er die Regierung schützt. Und das macht mir große Sorgen, denn das habe ich schon mal gehabt bis zu meinem 8. Lebensjahr. Okay. Auch wenn ich davon nicht so viel mitbekommen habe. Mhm. Aber irgendwie sitzt einem das ja doch in der Erziehung und in den Wurzeln, dass wenn man so beobachtet wird und ein Verfassungsschutz irgendwie den Eindruck hinterlässt, dass er nur politische Gegner beobachtet. Ich habe es auch noch nie erlebt, Herr Winter, dass die Regierung gegen die Opposition demonstriert, wie hier in Potsdam passiert. Mhm. Also da frage ich mich auch, was ist für ein Land geworden? Das ist unvorstellbar.
Und die meisten Menschen merken gar nicht, dass sie benutzt werden dafür. Denn ich habe auch nicht den Eindruck, dass die AfD radikal ist. Ich habe vielmehr den Eindruck gewonnen, zumindest aus den letzten 3,5 Jahren, dass die anderen sogenannten Altparteien radikal sind mit den Umsetzungen von Menschen, von Entzug von Menschenrechten, von erneuerbarer Energie, die überhaupt nicht effizient und nicht ökonomisch ist, mit Krieg, mit Kriegshetzerei, die letztendlich uns das in den dritten Weltkrieg stören kann. Gestern im Plenum hat eine CDU-Abgeordnete gesagt, sie möchte die Ukraine unterstützen bis zum Sieg. Sie möchte auch Taurus-Raketen, Taurus-Marschflugkörper exportieren in die Ukraine. Und dann hat ein Kollege Geistesblitz gefragt, wissen Sie, was Taurus ist? Und dann hat sie gesagt, ich bin kein Militärexperte. Ja, wie kann denn so eine Dame über Krieg und Frieden entscheiden, die kein Experte ist in der Sicherheitsbereich? Und das Problem ist, deutsche Waffen töten auf Territorium der ehemaligen Sowjetunion Russen. Das hat es seit 1945 nicht wiedergegeben. Ich bin entsetzt. Ich auch. Taurus-Raketen sind Marschflugkörper, die eine Reichweite von 500 Kilometern haben und Panzerbrecher, also Gebäude, Bunkerbrecher, eine Waffen sind. Das ist richtig gefährliches Material. Und wenn irgendwelche Ukrainer meinen, sie müssten nach Moskau ballern, unheimbar. Und dabei sollte man neben der Grausamkeit, die ja sicherlich von beiden Seiten festzustellen ist, auch nicht ignorieren, dass Russland eine nicht ganz unbedeutende Atommacht ist. Ja. Also ich frage mich auch immer, um welchen Krieg es dann gehen kann, den wir gewinnen können. Ein Appell an alle Russen. Es gibt in Deutschland auch noch normale Menschen, die Frieden mit euch wollen, die mit euch Handel machen wollen. Denkt daran, es sind nicht alle Deutschen so. Wir sind ein Friedensvolk. Und es tut mir leid, was hier passiert. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, wir sind von einer Regierung gekapert worden. Und die Vertrauensfrage beim Bundeskanzler Scholz wird eben hinausgezögert, trotz der Wirecard-Dramatik, oder Dramatik ist ist eigentlich noch der falsche Ausdruck, trotz des Skandales, der Kriminalität, trotz diesem Steuerskandal. Wäre alles vertretbar, irgendwo noch verkraftbar, aber Krieg mit Russland. Wir sind Kriegspartei. Und da hört der Spaß auf. Da ist das ganz Ende mit Gelände. Wir sind im Krieg, sind im dritten Weltkrieg. Wir sind im Krieg. Und ich habe Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht mir Angst. Ja, mir auch. Mir auch. Und das, um ein Land zu schützen, welches selbst ein Oligarchenstaat ist. Ja. Und ein Land zu schützen, was weder NATO-Mitglied noch EU-Mitglied ist. Es ist ein Krieg auf dem Territorium der Sowjetunion. Das müssen wir uns immer bedanken, das müssen wir uns immer beweisen oder immer wieder sagen, das ist nicht unser Krieg. Das ist nicht unsere Chose. Das ist eine Sache von Mensch, das ist so schlimm, wie das ist. Die Ukraine, da ist viel Scheiße gelaufen, das sage ich auch ganz offen. Aber es macht keinen Sinn, diesen Krieg zu verlängern mit Waffen, die wir nicht haben, die wir aus unserer Bundeswehr herauslösen, alles dahin schicken. Um selbst nicht mehr wehrhaft zu sein? Die Bundeswehr ist ein technisches Hilfswerk mit Waffen. Das ist so abgerüstet worden in den letzten Jahrzehnten. Das haben diese Leute, die da jetzt Regierungsverantwortung haben, das haben die Parteien alle verursacht. Wir sind keine Armee, wir haben keine richtige Armee, wir haben keine Wehrpflichtarmee, wir haben auch gar keine Schutzräume. Selbst wenn die Russen uns wirklich mal sagen, so, jetzt schicken wir mal eine Atomwaffe rüber. Wir haben nichts. Wir werden die alle verbulvert, im Ernstfall. Dann muss ich aber mal ganz hetzerisch sagen, dann werden wir bestimmt von den Partnern beschützt, die uns vorher die Pipeline gesprengt haben. Die werden uns dann bestimmt beschützen, die Nord Stream Pipeline gesprengt haben. Wer auch immer das war, liebe Freunde. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind so irre Zeiten. Ich kann nur jeden Bürger auffordern, werdet politisch aktiv und kommt zur AfD. Wir sind die einzige Opposition. Das finde ich sind sogar sehr schöne Schlussworte, lieber. Wir kennen uns ja auch, lieber Wilko. Wir haben uns erst gesiezt, aber das können wir ja auch duzen. Wir sind ja schon bei manchen Demonstrationen. Naja, wir sind uns schon öfters mal begegnet und ich streite das auch nicht ab. Ich habe eine Sympathie zur AfD, ich habe aber auch eine Sympathie zur Wahrheit und zur Aufklärung. Und da sehe ich keine andere Partei, die sich dafür interessiert, dass es die Interessen dieses Landes und dieses Volkes angeht. Und aus diesem Grund wünsche ich euch viel Glück und stelle mich immer gern bereit, solange unsere schönen GEZ-Qualitätsmedien solche Interviews nicht fair und auf Augenhöhe führen. Das stimmt allerdings, Björn, Okay. Also, teilt bitte dieses Video und wir sehen uns hoffentlich auf der Straße oder
wie Wilko gerade sagte, werdet selbst politisch aktiv. Ja. Denn nur wer Verantwortung übernimmt, kann auch Veränderungen erwarten. Das ist richtig gesagt. Prima. Bis dahin. Tschüss. Das wird der Neuanfang. Wir fangen von vorne an. Ab jetzt nur noch zusammen. Das wird der Neuanfang. Wann wachst du endlich auf? Ich weiß nicht weit, fällt dir schwer. Sprichst ihn nicht aus, du stellst dich quer. Doch ich will keine Lügen mehr. Du hast einen Impfschaden. Du hast einen Impfschaden. Du bist mein Sohn, mein Fleisch, mein Blut.